Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video, dieses Mal Bremsen. Und zwar haben wir ja gerade im Twizy-Forum das Thema mit den chinesischen Nachbauten der original Renault-Bremsen. Und dem Thema möchte ich mich heute mal ein bisschen auseinandersetzen und euch näher bringen, wo die Unterschiede jetzt tatsächlich liegen. Ein paar Sachen haben wir schon gefunden, dass die Dinge also teilweise hanebüchen einfach linke Gussteile rechtsrum verschraubt sind und dann als rechte Sättel verkauft werden. Ja, wir gucken es uns jetzt einfach mal an und dazu werden wir jetzt die drei Sättel einfach mal zerlegen. Und was ich jetzt noch mache, ich mache mir hier mal für die Ersatzteile einmal den China-Sattel, einmal den amerikanischen Sattel und einmal den Renault-Sattel, weil ansonsten laufe ich da irgendwie amok, wenn ich die Teile nicht mehr zusammenbringe. Und jetzt werden wir die mal der Reihe nach zerlegen. Jetzt schauen wir mal, das wird das Schwierigste. Weil das einfach ein gebrauchter alter Sattel ist. Mit den entsprechenden Katastrophenstiften hier abgenagt und abgefressen bis zum Anschlag. So, wieder da. Dieses Mal ist ohne Schraubstock gar nichts gegangen. Die Bleche, diese Anti-Rutschbleche, sind sowohl beim Chinamann als auch beim angeblichen Amerikaner mit dabei. Den Freund hier muss ich jetzt erstmal irgendwie versuchen, so auseinander zu bekommen. Mal schauen, was ich da wieder anstelle. Und Tatsache, jetzt schauen wir uns mal an, bei dem original Renault-Satz ist hier der dicke Stab, der in der langen Führung liegt, der hier geführt wird, deutlich dicker als der dünne. Selbiges gilt für die, nennen wir es amerikanische Variante, bei den Fake-Varianten aus China ist es hier einfach nur beide gleich dick, um einfach mal den Sattel verkehrt rum montieren zu können. Also da ist definitiv einfach mal das falsche Teil dran geschraubt. Allerdings, so wie ich das sehe, könnte man problemlos das Teil vom Original Renault Sattel hier verwenden. Jetzt schauen wir uns mal an, ob hier irgendwelche Kennzeichen drauf sind. Also bei dem Renault-Sattel gibt es hier vorne irgendeine Nummer, was immer das für eine Nummer ist. Diese Nummer ist bei beiden chinesisch-amerikanischen Varianten nicht vorhanden. Da ist gar nichts drauf. Also so wie es jetzt hier aussieht, sind die Gusskörper an sich baugleich, mit dem Unterschied, dass der chinesische hier den rohen Abschnitt hat und der amerikanisch-chinesische hier ein bisschen nachpoliert ist. Hier gilt das Gleiche, auf der Innenseite ist hier der amerikanisch-chinesische ein bisschen nachgeschliffen, nachgearbeitet und der original-chinesische nur ganz grob nachgeschliffen, also bei weitem nicht so fein gearbeitet wie der amerikanisch-chinesische. Die Sitze für die
Belege sind bei beiden sauber nachgearbeitet. Also ich denke, die Gusskörper sind an sich dieselben bei dem Kinemann und beim Amerikaner. Aber wie gesagt, die beiden oder die drei Auflagebefestigungsbleche hier sehen schon ganz anders aus. Ich hole jetzt mal die Schieblehre. Jetzt drücken wir den Burschen hier mal zu Leibe. Die Starke hat 9 mm beim Renault, 9 mm beim Amerikaner und 7,8, also soll wahrscheinlich 8 sein. Ja, die sind alle so 7,8 ungefähr beim Chinesen. Das heißt, das ist voller Vorsatz, dass dieses Teil seitenverkehrt montierbar gemacht ist. Ich gehe so davon aus, dass die tatsächlich an der Stelle nur einen Gusskörper fertigen. Was auch mir gerade auffällt, ist die unterschiedliche Länge der Stifte. Das heißt, der Stift ist auch kürzer als beim Renault bzw. Amerikaner, wobei er auch beim amerikanischen Sattel einen Hauch kürzer ist wie beim Original. So, das war an sich mal ein kleiner Überblick über die verschiedenen Bremssättel. Also es scheint Fakt zu sein, dass die Chinesen hier bei diesen ganz billigen, wo das Pärchen, was weiß ich, 50 Euro kostet, tatsächlich vorsätzlich bescheißen, sonst hätten sie nicht verschiedene Bolzen, gleiche Bolzen gemacht, um das Ding verkehrt herum montieren zu können, sondern auch die gleichen Bolzen, wie hier der amerikanische Sattel hat. Was mich jetzt noch interessieren würde, was passiert, wenn man so einen chinesischen Sattel nimmt und einfach mal in den Original Renault Bügel reinsteckt. Also das funktioniert problemlos. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob es der rechte oder linke ist, könntet ihr zumindest einen dieser Sättel problemlos verwenden, weil dieses Blech hier verschleißt ja nicht wirklich, dieses Halteblech. Dann würde der Sattel mit dem Originalhalteblech problemlos funktionieren. Den für die andere Seite empfehle ich jetzt nicht wirklich, weil der ja tatsächlich dann... Ne, der ist nicht falsch schon gebaut. Den könnt ihr gar nicht verwenden, weil wenn ihr den andersrum verwendet, dann passt es ja hier nicht mit den Halterungen. Also derjenige, wo der Originalbügel reinpasst, ist auf jeden Fall der Sattel an sich ein problemlos verwendbares Ersatzteil. Jetzt würde mich mal noch eins interessieren, so rum wie wir sie jetzt montiert haben, wo ist der Auslass? Der ist dann sogar auf der richtigen Seite. Das heißt, ihr könnt jetzt den hier, der auf der richtigen Seite ist, könnt ihr dann mit dem Original Renault-Blech als 1:1 Ersatzteil verwenden. Den anderen kannst du im Prinzip nur wegschmeißen. Interessant ist natürlich eins, wenn ich mir überlege, dass ich einen Satz Bremsbeläge kriege und einen Sattel und das Ganze zum Preis von nicht mal Bremsbeläge bei Original Renault, dann ist es immer noch ein gutes Geschäft. Also, so viel zum Thema chinesische Bremsen. Weiter geht's mit dem Reparatursatz für die hinteren Bremsen, aber das im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Ciao.